Also ich denke, dass wir wieder in dieses Modell zurückgehen werden. Waffen kaufen in der Hoffnung, dass man die nicht gebrauchen wird. Weil es ist jetzt auf jeden Fall eine Aufrüstung im Raum. Genau. Die wird sicherlich auch vollzogen werden. Es geht um ein Gleichgewicht, das man hat. Und natürlich habe ich den Wehrdienst verweigert und würde vielleicht heute in dieser Situation anders entscheiden. Immer schön nach den Regeln spielen, die sie befohlen sind. Die Toten Hosen, Impfen schützt. Die Ärzte, die Toten Hosen, Jan Delay und Co. Deutsche Musikelite ruft zum Impfen auf. Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ingo Zamperoni. Zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft. Von Altkanzlerin Angela Merkel über die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Joachim Gauck bis hin zu Toten Hosensänger Campino. Ihren Kampf gegen das Establishment. Sänger Campino, bürgerlich Andreas Frege.